Hi, letzte halbe Stunde Rocket League. Danach gibt's LOL. LOL. Mit Marco. Der freut sich schon tierisch. Ja, ich habe das Passwort vergessen. Ich habe es vor der Werbung gesagt. Ich starte jetzt einfach das Spiel und dann geht's weiter. Wird richtig gut. Ich habe Bock, euch richtig fertig zu machen, wie die letzten Runden davor auch schon. Da hat's gut geklappt. So, Spiel startet. Ich schreibe nochmal in den Chat hier. Start Engine Ignite. Yeah. Nice. So, los geht das! Heikmann, Edis, Enis ist auch schon mal wieder dabei. Slim war auch schon dabei, glaube ich. Die anderen Stromzecke habe ich auch schon mal gehört, glaube ich. Die anderen erwähne ich nicht. Ah, jetzt steht hier der Mutator. Mutator. Mutator, vor allem, wie er gesagt, ne? Knorkator. Habe ich außerdem da. Stand da eben aus Versehen schon. Konnte ich nicht verhindern. So, was ist denn. Abprallstärke ist krasser, ne? Aber habe ich nichts von gemerkt. Macht er ein Tor? Oh, nee. Macht er nicht. Ach, Abprallstärke nur von den Autos. Gegeneinander, oder was? Gunnar komplett dicht. Wieso glauben denn alle, ich hätte getrunken? Das ist mir ein Rätsel. Warum alle Leute denken würden, ich hätte getrunken. Dabei habe ich wirklich gerade nur Tee gehabt. Gunnar ist gesoffen, ja. So. Gerettet ist gut, ne? Nicht bald gerettet. Ich schreibe gleich in Reddit rein. So, jetzt schränke ich mich nochmal richtig an die letzte halbe Stunde. Wird nicht mehr gefaselt. Ich hoffe übrigens, dass keine Leute von der NPD jetzt hier dabei sind. Und wer war dann noch nicht, wer dürfte noch nicht mitmachen? Alle Roten, ne? Indianer auch nicht. Nächste Woche, nächstes Mal wieder. Und wie gesagt, nächste Runde, nächste Woche einmal komplett nur Rocket League mit ISIS-Kämpfern. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil die sind bestimmt nicht so gut. Die haben Besseres zu tun, als Spiele aus dem Westen zu spielen. Ob die Server voll werden, wenn nur ISIS-Leute mitspielen, man weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ist bestimmt verboten, Rocket League. Ich weiß gar nicht, wie da die Gesetzgebung ist im Koran. Also die sind ja nicht nur, die leben ja nur auch noch nach anderen Regeln, ne? Im Koran legen sie ja komplett komisch aus, ein bisschen. Nicht ganz richtig, glaube ich. So ist das, glaube ich, nicht gedacht. Dass die kein Rocket League spielen dürfen. Ich rede mich auch gerade um Kopf und Kragen, ne? Gleich wird mein Fahrrad zerbombt. Alter, ich wollte ihn doch retten, Kollege! Ja. Wie wär's mit längeren Redepausen? Das krieg ich hin. Thank you.
Scheiße! Ja, jetzt reicht, ne? Reicht, längere Redepause vorbei. Kann jetzt nicht mehr. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr reden die ganze Zeit. Wie soll ich dich denn Passwort verraten, ne? Geht ja nicht. So, da ist er wieder. Kann ich Ton ausmachen. Ach, guck mal, Grüße aus Österreich. Edis Enis. Das ist ja nett. Guck mal, Österreicher dürfen mitspielen. Das ist nett. Die sind alle nette Leute. Nette Schluchtenscheißer. So, 4-0 gewonnen haben wir. Habe ich 3 Tore geschossen oder 2? 3, ne? Ganz gut. Ich pass mal hinten drauf, die 7 Sekunden, damit wir unsere Führung nicht aufs Spiel setzen. Hier wollte. Ah ja. Geil! 4-0 gewonnen! Geil. Ian Gelb? Hieß die Farbe gerade Ian Gelb? Das ist ja rassistisch auch wieder, ne? Ian Gelb. So. Online spielen, privates Match erstellen. Wir brauchen ein Passwort. Wir nennen es. Du, weiß ich nicht. Du da. Daumen. Daumenmann. Daumenmann. Daumenmann ist das Passwort. Ich warte wieder ein bisschen mit Match erstellen. Mutator? Wie wird das denn jetzt? Mutatoren. So, ich warte noch kurz. Passwort Daumenmann. Warte ich kurz noch. Und dann geht's gleich weiter mit Rocket League. Dreiviertelstunde noch oder noch ein bisschen länger. 50 Minuten oder so. Oh, 50 Minuten noch, ne? Boah. Minderheiten, ja. Welche Minderheit darf denn nicht mitspielen? Ian darf nicht mitspielen heute. Ian nicht. Und, Ian darf nicht mitspielen und, weiß ich nicht, Leute, die gerne Kapern essen, die auch nicht. So, Match erstellen. Los geht's. Musik ist ganz geil, ne? Die Original Rocket League Musik. Würde ich mir sogar so anhören. Das finde ich ganz cool. Ja. Rocket League. Gunnar, hast du keinen Hunger? Doch, habe ich. Gunnar, auf den Zaun. Ja. Auto, ich spiele mit Auto, habe ich gewählt. Nicht grün und. Nee, grün gibt es gar nicht. Orange und blau und Auto gibt's. Weil ich wollte nicht mit Farbe spielen, ich wollte lieber mit einem Auto spielen. Ist besser als nur mit Farben. So. Oh Gott, wie kann man nur? Wie kann man so ein Kind gebären? Wieso ist hier Hauke, will jetzt die Leute wegziehen von Rocket League und in sein Spiel reinmachen? Was ist das denn? Das gibt's ja wohl gar nicht hier. Das gibt's ja wohl überhaupt nicht. Ich bin gar nicht Hauke. Marco, ach so, Marco ist das. Hauke ist ja auch mit Max auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, und da wollte ich nicht eigentlich auch mit, aber ich spiele viel lieber hier mit euch Rocket League, als mit Hauke und Max abzuhängen auf dem Weihnachtsmarkt. Die Rocket League mit euch ist die viel, viel bessere Alternative. Die sind ja bestimmt richtig, richtig gut gelaunt gleich, wenn ich da ankomme. Wenn überhaupt. Wenn die nicht schon zu Hause sind oder irgendwie woanders. So, Gunnar, mach ein Tor. Taylor, das mache ich jetzt nur für dich, Kollege. Schießt nur für Taylor das Tor.
vielleicht wirklich eigentlich richtig gut und spielt die ganze Zeit, als wäre er schlecht? Um euch alle zu täuschen? Kann das sein? Nice! Ach, schön, 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 Taylor. Das war nur für dich, Kollege. Wieso, Taylor ist ja auch in meinem Gegnerteam, ne? Wieso will er denn, dass ich ein Tor schieße? Aber habe ich trotzdem für ihn gemacht. Nee, ist er gar nicht. Hä? In welchem... Hä? Hä? Ist gar nicht. Ist ja in meinem Team doch. Gunnar, bist du morgen im Stadion? Ja, habe ich doch schon gesagt. In der Westkurve sitze ich. Bremen gegen HSV im Westen. Da könnt ihr mich finden. Oder an einem Glühweinstand. Das kann auch sein. Könnt ihr mich auch finden. Aber Hauke und Max sind wirklich gerade auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Ist frech, ne? Anstatt mal kurz zu warten und hier noch mit Rocket League zu spielen. Nö. Nö. Lieber das ganze Community-Geld raushauen, was man gewonnen hat mit diesen ganzen Plüschbohnen und sowas. Hauen sie, versaufen sie jetzt auf dem Weihnachtsmarkt. Widerliche Kerle. Und ich bin der Einzige, der hier mit euch spielen will. Und gesagt haben, ja, ich mach das heute Abend. Ich bin für die Jungs da aus dem Chat. Und auch für die Reddit-Leute. Und LOL mit Marco, das wird auch ein Spaß, du. Das wird richtig schön. Das gucke ich mir nachher auch noch an. Aber ich gehe vorher nach Hause, ne? Ich gehe gleich in der Pause. Ich wohne ja ganz in der Nähe hier. Das ist ja so schön. Ich laufe ja bloß 10 Minuten. Und dann gehe ich nach Hause und weil morgen kommt ja meine Mutter, gehe ich auch gar nicht auf den Weihnachtsmarkt zu Hauke und Max. So. Die sind ja schon so besoffen, du. Die haben mir das ganze Geld ausgegeben von euch. Für jede Plüschbohne haben sie, glaube ich, einen Schnaps heute getrunken, weil die so viel Kohle mit den Bohnen machen da. Nein, ist natürlich nur Fake, ne? Stimmt gar nicht. Zwei Schnaps. Das ist aber wirklich, wenn ihr subscribt und so, dann sehen die das auch, kriegen sie so eine Push-Nachricht auf dem Handy und dann sehen sie, oh, Mensch, da hat wieder jemand subscribed und da müssen wir wieder was trinken. Max und Hauke. So ist das. Und Marco macht auch gleich Sauf-LOL, spielt er. Habe ich gehört. Das wollte er machen, wirklich. Alter, wie spiele ich hier wieder großartig? Geht, ich weiß gar nicht, wie das bei LOL funktioniert. Wie man daraus ein Trinkspiel machen kann, aber kann man bestimmt. Und das will Marco gleich mit euch machen. Er besorgt sich gleich noch eine Flasche Absinth und dann geht's hier rund heute Abend. Ich spiele bis 3 Uhr nachts Sauf-LOL. Geil wird das. Oh, morgen kommt ja meine Mutter, ne? Habe ich schon erzählt, ganz am Anfang. Da muss ich aber mit ihr frühstücken gehen. Nächster, du machst kein Tor ever, 81. Denn nur ich bin für die Tore hier zuständig. What? Ich habe mir vor allem mit den Rückwärtstoren not getroffen. Hey, hau mich nicht weg. Noch eine Minute. Wäre das schön, wenn ich das sagen könnte. Nein, ich spiele gerne. Ich spiele gerne. Das macht echt Spaß. Ich würde ja vor allem... Das Gute ist, dass ich zu Hause nichts anderes machen würde. Ich würde vielleicht Fallout spielen. Aber mehr auch nicht. Von daher... Ich würde vielleicht mit schlechteren Leuten gerne Rocket League spielen. Heute. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal eine Noob-Runde, oder? Wir machen wirklich dieses ISIS-Ding. Und da bin ich bestimmt viel besser. Nachher werben die mich ab. Muss ich auch dahin fahren. Für sehr viel Geld.
Pichu, für sehr viel Geld würde ich da hingehen. Für wie viel Geld würdet ihr einen Glaubenskrieg anfangen? Das ist mal eine gute Frage. Ich mache noch ein Tor einfach. Mache ich erstmal noch ein Tor, bevor ich euch frage, für wie viel Geld ihr die ISIS beitreten würdet. Gunnars Mutter bei WMR confirmed. Ja, ganz gut, ne? Ne, Montag kommt erstmal Schröckert. Thema, weiß ich nicht, könnt ihr vorschlagen. Ich nehme eh alles, was ich kriegen kann. Aber ich habe, wer letzte Woche WMR geguckt hat, ich habe gestern mit meinem Kumpel Flo geredet und ihm erstmal erzählt, was ich eigentlich am Montag von ihm wollte. Es wissen jetzt nur drei Leute. Aber der Flo wollte eine ganz tolle Flugzeuggeschichte, die ich schon angefangen habe zu erzählen. Ah, die ist dumm. Und die erzählt er Montag zu Ende. Wie es weiterging mit der Stewardess, die den Schnaps weggenommen hat. Das erzählt er uns Montag, bei wem wir uns reden. Wird sehr, sehr gut. Nachspielzeit. Eieieiei. Oh, wollte ich den Rückwärtstor machen, ne? Ich wollte gerade einen ekelhaften Analwitz machen. Habe ich aber zum Glück nochmal verhindern können. Ah, haben wir es geschafft, ne? Haben wir wieder gewonnen. Geiles Ding. Dass ich echt noch nicht einmal verloren habe heute, ist der Hammer. So. Noch ein Match. Noch ein Match. Ich bin heute ein bisschen aufgedreht, ne? Ich weiß auch nicht, warum das liegt. Es ist Freitagabend. Normalerweise bin ich schon längst irgendwo mit einer Spritze im Arm auf einer Toilette. Deswegen vielleicht. So. Ich wollte gerade ein ganz, ganz schlimmes Passwort machen mit Erdogan oder sowas. Da machen wir lieber 5 Trommel. Trommel Opa. 5 Trommel Opa. Das ist das Passwort. Fünf Trommel Opa ist das Passwort. Und ihr könnt joinen. RBTV ist der Name. Und das Spiel ist Rocket League. Aber ihr könnt auch tatsächlich, was der geil ist bei Rocket League, ihr könnt auch einfach Counter-Strike aufmachen und auch den Namen suchen. Dann könnt ihr als Counter-Strike-Spieler hier auch im Spiel joinen und dann auf die Autos schießen. Das geht neuerdings. Ist auch ein neue Mod hier. Habe ich ja angestellt. Könnt ihr auch machen. Also einfach den Server auch bei Counter-Strike suchen oder auch könnt ihr auch zum Beispiel bei anderen Spielen suchen. Bei Super Monkey Boy Ball Boy oder auch dieses mit diesem Schwamm. Dieses mit dem Super Meat Boy, meinte ich. So, das könnt ihr auch machen. Und dann könnt ihr alle Spiele auf einmal zusammenspielen. Habe ich jetzt angestellt, könnt ihr machen. So, noch ein Spiel Rocket League. Yay, yay, yay. Singen? Was? Singen kann jemand? Nächstes Mal verbinden wir das alles auch noch mit WMR zusammen hier. Das ist ja super, Inception. Dann könnt ihr auch noch hier währenddessen anrufen. Das wäre doch was, ne? Ihr könnt einfach immer mich anrufen. So wie Daniel Budimann, der auch hier eben angerufen habt. In der ersten Stunde von Rocket League. Previously on Rocket League. Hi, hier ist Daniel Budimann. Ich spiele mega schlecht. Das ist doch mein Tor! Nee! Nee! Mittelfeldpass war das. Und ich werde zerstört von Benny. Benny spielt schon wieder mit. Benny in der S3 gerade. Das ist auch krass, ne? Dass man in der S3 mitspielen kann.
Das wusste ich gar nicht, dass sie in der S3 Rocket League Anlagen haben. Das wäre geil, ne? Wenn die in der Deutschen Bahn oder so, in der S-Bahn so Stationen hätten und dann auch mit wo man so ein bisschen spielen kann auch. Das wäre doch mal was. Sowas sollte die Deutsche Bahn mal machen. Hi Marco, hast du schon dein Sauf-Ding da mitgebracht, oder? Ich habe schon angekündigt, dass du gleich Sauf-LOL spielst. Ja. Sauf-LOL, habe ich gesagt, spielst du. Wie, was ist das? Das erfindest du gleich, habe ich gedacht. Klar, ich bin mega gut. Hast du nicht gesehen, wie krasse Tore ich schon geschossen habe? Hab gehört, deine Mutter kommt morgen. Ja, morgen früh. Aber es ist wirklich so, dass ich sie ungefähr eine Stunde sehe und dann nach Bremen zum Spiel fahren muss. Deine Mutter und du gehst dann nach Hause? Ich hau dann ab, ja. Denn du fährst deine Mutter zum Spiel? Nein, meine Mutter kommt nach Hamburg. Ja, siehst du. Und ich fahr dann aber schnell weg zum Werder-Spiel. Okay. Ist gut, ne? Meine Mutter geht hier auf diese Holy Shit Shopping Messe. Holy Shit Shopping Messe? Ja, in den Messehallen ist so Designer, also billig, ne? Billig Designer. Meine Eltern haben kein Geld. Ja, okay. Ich gebe denen ja auch nichts ab. So. Die gehen dann auf so eine Messe. Machst du gleich mit LOL? Nee, auf keinen Fall. Warum nicht? Nee, ich muss. Meine Mutter draußen. Kommt doch morgen. Hab den gerade. Ja, ich muss morgen zum Termin. Wozu ich gleich noch mehr Termin erzählen werde. Ja. Oh, das ist ja spannend. Und Hauke ist drüben eingeloggt. Wir können mega trollen jetzt. Ja, ich hab doch schon mit dir im Chat, ich hab dir die ganze Zeit irgendwas erzählt da. Mhm. Du hast gar nicht aufgepasst. Nee. Ich hab nämlich erzählt, dass du im Chat bist als Hauke. Ach so, du hast das gesagt. Ja. Keiner hätte es gewusst. Aber es war doch, du hast doch gesagt, hier ist gar nicht Hauke. Ja, bis dahin hätte es keiner gewusst. Ja. Ach, heute ist Kapuzentag. Ah ja, stimmt, du auch. Cool. Cool. Das mache ich aber nur bei diesem Pulli tatsächlich. Weil, das hatten wir vorhin schon. Ja, aber das wissen die Leute doch nicht. Jetzt wissen sie es. Soll ich gar nichts mehr sagen, was ich jemals zu dir gesagt habe einfach? Am besten nicht, nämlich dann kurz darauf ist es auf Sendung. Wenn ich mal auf Sendung bin. Also bei LOL dann. Boah, heute hatte ich tolle Meetings, muss ich sagen. Richtig tolle. Wie, mit wem? Darf ich ja nicht sagen. Ach, wie, ist ja alles geheim, oder was? Ist geheim. Aber die Zuschauer bezahlen das doch alles. Ich kann sagen, wo ich morgen bin, wo Hauke auch morgen ist. Und auch auf dem Weihnachtsmarkt wieder? Oder ist er auch im Stadion? Wahrscheinlich, nee, auch nicht. Sind morgen. Ach, erzähl ich dir mal, Leute. Doch, ich weiß das, glaube ich. Ihr habt das schon gesagt, glaube ich. Ja. Wo ist denn das bei noch? Bei Google sind wir morgen. Ach, bei Google? Bei YouTube Creators Day von Google. Ach, das wusste ich doch nicht. Ist das. Ach so. Da sind ganz viele junge YouTuber aus Hamburg. Und was macht ihr dann da? Mit den Labern. Warum? Ja, die wollen wissen, was wir so machen, Community-Arbeit. Die sollen hier mal den Channel einfach einschalten, dann wissen wir, was wir machen. Ja, dachte ich mir auch. Das sagen wir auch. Und dann gehen wir wieder. Ja. Ja. Da gehst du hin mit Hauke, aber ja, versaut das nicht, ne? Wieso? Wollen wir dann auch mal so unser Büro wie bei Google einrichten? Das wäre geil. Wie, unser Büro wie bei Google einrichten? Ja, die haben doch auch so irgendwie so Schiffe und sowas. Ja, im Ultra-Büro. Warst du schon mal drin? Nee. Ich auch nicht. Ich hab nur gehört, dass es mega geil sein soll. Aber unser Büro ist doch auch geil. Oder nicht? Ja, es wäre schön, wenn man hier auch mal so spielen könnte zwischendurch irgendwas. Hier? Ja, ja. Bei uns. Das ja, stimmt. Und nicht immer so harte Büroarbeit. Das wäre nervt tierisch. Also wenn die Leute wissen, wie ausgelaufen weißt manchmal du auch, ist, dann will man einfach mal an eine Konsole setzen und dann einfach mal spielen. Auch weißt du, das wissen ja die Leute gar nicht, wenn hier Zuschauer reinkommen. Wir ziehen uns ja erst immer so um. Weißt du, hier normalerweise habe ich ja Anzug immer an. Ja. Ja. Also ich habe jetzt keinen Anzug an. Ich komme immer. Ja, du hattest ja eben noch einen Anzug. Du hast dich ja extra hier umgezogen für diesen Stream, gerade damit du auch noch down to earth ankommst. Kannst hier. Du eigentlich eine Krawatte binden? Nö. Echt nicht? Nein. Jetzt bring ich dir bei, am Montag bin ich. Oh, ich mache mal ein Q&A, wo ich. Mein Vater war letztens da. Ich war ja an Halloween war ich ja als dieser hier, wie heißt der, von Shaun of the Dead, Sean, verkleidet. Ach. Und der hat ja eine Krawatte oben. Und das war zum Glück mein Vater auch da an dem Tag. Ach, das ist echt nicht schwer. Also, und der hat mir das gemacht. Oh, ein Windsor. Ein Windsor-Knoten, ja. Das ist der einfachste. Kurzes Tor. Weißt du, wo ich das gelernt habe? Bei der Bundeswehr. Ich war 2 Monate bei der Bundeswehr. Du warst 2 Monate? Ich war 2 Monate. Dann hast du die ganze Zeit geweint, oder was? Nee. Fand ich ganz lustig und dann fand ich es halt mega scheiße. Ja, ach was. Ja, dann habe ich gedacht, nö, jetzt machst du es nicht. Ja, ich wollte es ausprobieren. Warum? Also viele meckern und waren noch nicht da. Dann habe ich gesagt, ey, komm, das machst du mal. Und das war echt am Anfang echt ganz cool. So mit Sport am Morgen, weißt du, so Vollgas. So, und dann wurde es aber echt so ein bisschen. Ja, kacke.
Dann ja. habe ich die letzten krass, ey. 7 Monate dann Zivi gemacht. Im Krankenhaus. Das war mega. Okay. Sieht man mich überhaupt, Timo? Die Kamera ist doch, glaube ich, nur auf Gunnar gerichtet, oder? Das wäre schön. Das wäre echt schön. Ja, ich war in der Bundeswehr. Irgendwie lame heute, seit Timo da ist. Nee, seit Timo da steht. Ja, Timo heißt gar nicht. Wie heißt er nochmal? Nein, Marco natürlich. Ne? Die Leute spekulieren. Aber ja, steht doch gar nicht, haben. dass es seitdem du hier ist, lame ist. Ja, war die ganze Zeit schon lame. Also das habe ich dazu erfunden. Das heißt, aber, nee, du hast wahrscheinlich dich mit einem deiner Accounts hier eingemeldet, von deinen 20. Nee, aber Marco steht da gar nicht. Ich stand allgemein lame heute Abend. Ja, ich weiß nicht. Also, wir haben doch eigentlich ein lustiges Programm gehabt, fand ich. Also, keine Ahnung. Ich mache hier ein paar Sprünge noch. Ach, wahrscheinlich, weil du heute News gemacht hast. Hab ich gar nicht. Gino hat News gemacht. Ja, was in der Kamera drückt. Ich hätte man ja auch gesehen. Ich find's immer gut, wenn man das sieht. Du findest das gut? Ja, ich finde das gut. Warum? Ja, du bist halt ein schmucker Junge. Googelst du mich auch manchmal bei YouPorn? Ich hab dich schon gegoogelt, ja. Bei YouPorn auch? Nee, da noch nicht. Bist du da? Google mal. Google mal bei YouPorn. Ich glaube, ich muss gleich rüber, ne? Bei YouPorn googeln? Ja. Ach, es ist ja schon. Ach, wir spielen. Oh Mann, ich hab die ganze Zeit gedacht, wir spielen bis Viertel vor. Ist das schon vorbei oder was, ne? Jetzt moderier das mal. Du moderierst das jetzt noch eine Weile. Ach, wie doof. Marco rennt jetzt rüber. Er spielt nämlich gleich. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, wir spielen noch bis Viertel vor. Stimmt ja gar nicht. Jetzt ist vorbei, ne? Jetzt ist schon vorbei. Marco, renn doch mal! Renn! Ich will doch nach Hause. So. Ja, meine Mutter kommt morgen, gehe ich mit Frühstücken, wie schon gesagt. Und danach fahre ich ins Stadion. Westkurve könnt ihr mich finden im Weserstadion. Gegen HSV werden wir wahrscheinlich auf die Fresse fliegen. Ja, das war Rocket League. Es war schön, schön, dass ihr mitgespielt habt. Ich habe euch, glaube ich, ein bisschen was beibringen können an guten Sprüngen und schönen Toren. Habe viele schöne Tore von mir gesehen. Auch einen wunderbaren Fallrückzieher. Könnt ihr euch vielleicht nochmal angucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ganz am Anfang, ziemlich weit am Anfang von Rocket League heute Abend, habe ich einen ganz, ganz tollen Fallrückzieher-Rettungstart gemacht als Torwart. Ich ganz toll gemacht und dann, gehe ich jetzt nach Hause, würde ich sagen. Ne? Glühwein gibt es heute nicht, weil. Meine Mutter kommt morgen sehr, sehr früh. Die kommt schon um 9.38 Uhr am Bahnhof an. Du, da gehe ich jetzt nicht noch irgendwie Glühwein trinken. Ich habe auch gar kein Geld dabei. Ist doch blöd. Ich habe mein Portemonnaie heute vergessen. Hab nicht mal irgendwie. Jetzt mache ich eine Kapuze ab. Ne? Laufen da schon die Credits oder was? Ach so, nee. Ja, auf jeden Fall war das Rocket League, ne? Ja, das war Rocket League. Und morgen geht's weiter. Was ist denn eigentlich am Wochenende für einen geilen neuen Shit? Gibt es da irgendwas Geiles Neues? Bestimmt, ne? Müsst ihr mal einen Wochenplan gucken, gibt bestimmt was richtig Tolles. Press Select kommt morgen. Und auch hier das Comic-Programm, ne? Panels kommt auch am Wochenende, ne? Boah, am Sonntag, glaube ich. Sonntag 20.45 Uhr, glaube ich. Press Select kommt. Da ist Wolf auch dabei bei Press Select, ne? Wolf und so ein anderer Typ. Und Simon und Colin und noch ein anderer von M-Game, glaube ich. Von irgendwas, so ein anderer, den keiner kennt. Ach, guck mal, Marco ist da. Hi! Guck mal, das ist ja witzig. Kann ich gar nicht, Marco, hier. Umarmen geht ja gar nicht. Ist ja gar nicht. Ja, Marco säuft jetzt sich ein bei LOL, habe ich gehört. Und dann geht's nie weiter mit Rocket League. Ich spiele das nicht mehr, leider. Emergency spiele ich gerne nochmal mit euch. Und dann, hat Spaß gemacht, ne, mit euch. Ihr seid mir der allerliebste Twitch-Chat und die liebsten User von allen. Und Marco winkt die ganze Zeit. Ja, du willst, ne, Marco, du willst das machen jetzt, ne? Marco, du willst das machen jetzt, ne? Ja, jetzt kommt Marco mit LOL. Viel Spaß, ich bin raus, ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss. Stopp. Was? Nicht? Noch nicht? Ich gehe noch nicht. Was? Warum stopp? Nee, ich gehe noch gar nicht, ne? Hab ich verarscht euch. Was? Was ist denn jetzt los, Timo? Ich gehe noch nicht. Ach, wir überbrücken noch ein bisschen Zeit. Ne? Wir überbrücken. Gib schon die Herzchen hier im Chat. Ne? Müsst ihr gleich nochmal machen. Komm, bin doch gar nicht weg. Marco, hörst du mich? Ich habe hier. Lies mal von meinen Lippen ab. Ich sag mal was. Mal bin ich schon drauf? Lippen ab. Marco. Ja, aber ja, sollte von meinen Lippen ab. Ich hör nicht den Gunnar über meinen Stream. Ich gehe jetzt nach Hause. Ne? Ganz, ganz viel vor am Wochenende. Morgen. Also ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt hört. Und dann ab Sonntag
bin ich, warte, Sonntag muss ich eben erzählen, bin ich bei der Werder Bremen Fanclub Weihnachtsfeier. Ich höre dich. Und sitze vielleicht am Tisch mit einem tollen Spieler wie Claudio Pizarro, aber darf ich vielleicht nicht filmen. Ich versuche zu filmen, heimlich, und das dann am Montag bei Bundesliga zu zeigen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Jetzt kommt Marco mit LOL, wirklich. Und ihr könnt die Herzen alle nochmal machen und dann geht das wieder los hier mit Marco und LOL, und ich bin raus. Tschüss. Huiuiui.